Wie viel Pech kann man denn bitte haben, Alter? Die anderen Sachen, die ich, wie ich auf der ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Leute, was geht? Sandor Black ist back. Konnichiwa, lass ich heute weg. Yo, schönen guten Tag, was geht? Sandor Black ist back. Das Konnichiwa, lass ich heute weg. Denn das Auto vor mir hat ein Leck. Ich bin ein krasser Rapper. Yeah, yeah, yeah. Nein, Leute, was geht? Man mag es nicht glauben, aber es ist schon deutlich wärmer geworden. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so um die 14 Grad. Gut, jetzt ist es natürlich bewölkt, aber es soll zumindest nicht regnen. Und das soll auch über die ganzen Osterfeiertage nicht regnen. Das heißt, Videos machen, Motorrad fahren und so weiter. Ja, ich bin natürlich jetzt wieder auf dem Weg zur Arbeit. Ne, man kennt's, aber ihr kennt es. Aber bevor ich gar nicht irgendwelche Videos mache, dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit. Abgesehen davon sollen wir uns ja pro Woche einmal testen lassen. Von der Arbeit aus jetzt gesehen. Das wird ja bald wohl auch vom Staat für alle gelten als Pflicht. Und da wir heute ganz gut besetzt sind, war ich der Meinung oder habe ich gedacht, dass ich vielleicht mich heute testen lasse. Und da ich da ja immer so eine Stunde warten muss oder so, dachte ich mir, ach, nimmst du auch die Cam mit? Vielleicht kannst du ja ein Video machen. Also ich werde jetzt natürlich euch kein Video zeigen, wie ich mich da testen lasse oder mir ein Stäbchen in die Nase stecken lasse. aber ja, wenn ich da draußen dann irgendwie noch, keine Ahnung, wie lange warten muss, halbe Stunde oder so, bis ich da das Ergebnis kriege. In der Zeit kann man ja vielleicht auch irgendwas machen. Man weiß es nicht. So. Wie ist das denn eigentlich bei euch, Leute? Ich meine, viele von euch gehen ja noch zur Schule. Müsst ihr euch in der Schule irgendwie, müsst ihr euch da schon testen lassen oder wie läuft denn die Schule bei euch so ab eigentlich? Jetzt zur Corona-Zeit, ich muss mal Helm zu machen, sonst pfeift das gleich richtig doll rein. Alter, was habe ich denn hier für ein, geh doch mal nach rechts rüber, Mensch! War ein ganz schön dickes Schlagloch gewesen. Ich würde sagen, dass wir uns dann einfach wahrscheinlich gleich auf der anderen Seite der Autobahn wieder hören. Ihr kennt's ja. Digga, ist das windig, ey, heute. Holy shit. Ja, Leute, würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare rein, wie das bei euch schulemäßig und Corona-mäßig so abgeht. Also ein bisschen kalt jetzt auf der Autobahn. Mit dem Wind ist es schon noch, ne? Aber okay, ich habe jetzt auch eine normale Jeans an. Handy ist noch da, Handy ist noch am Start. Eigentlich ist es total unnötig, dass das Handy da ist gerade, aber es ist halt angenehmer, weil es einfach mittlerweile so groß ist. Also ich habe es ja seit letztes Jahr Sommer, da musste ich mir ja ein Handy kaufen, neues, weil mein altes ja kaputt gegangen ist. Digga, ich krieg das Handy einfach gar nicht mehr in der Hosentasche richtig rein. Ja, also es guckt ja schon halb raus. Die werden ja immer größer, die Dinger. Immer größer und immer teurer. Weil rennst du mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem Tablet rum als Handy. Oder mit einem Laptop. Na du. Ey, wird doch safe kein Video draus werden. Wahrscheinlich werde ich das Video einfach stückeln mit irgendwelchen anderen Sachen, die ich, wie ich auf der Sprachen lernen, Bubble. Wahrscheinlich werde ich das Video einfach stückeln mit anderen Videos, wie ich gerade zur Arbeit fahre. Ja, hier ist ja jetzt gerade einfach gar nichts los. So. Okay.
Ich komme hier noch vorbei. Na, Brudi, was guckst du doch? Ich war auch mal überlegen, ob ich in der Nacht irgendwie mal streamen soll, so eine Abendrunde fahren oder so. Aber Digga, da erkennt man ja echt fast gar nichts, ne, über die Cam. Also selbst wenn ich hier diesen Belichtungsstatus oder ISO-Filter da hochdrehe, selbst mit komplett vollen ISO, seht ihr halt fast gar nichts. Also ich glaube, das macht dann nicht wirklich Sinn. Oh nein, ich habe ein paar Regentropfen abbekommen. Oh nein, es sollte doch heute gar nicht regnen. 2%ige Chance, dass es regnet, und es regnet, oh mein Gott. Ja, ich bin ja gleich auf Arbeit. So ein Dreck, ey. Wie viel Pech kann man denn bitte haben, Alter? 2%ige Chance, dass es regnet, und es regnet. Vielleicht sollte ich mal Lotto spielen. Kappa. Ey, das gibt's doch echt nicht, ey. So. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, den kann ich nur dazu raten, bitte den Kanal sofort zu abonnieren. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video, ihr Schlinge. Warum regnet es jetzt? Warum musst du jetzt regnen? Regnen, regnen, regnen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Ah, Leute, es regnet immer noch. Natürlich regnet es immer noch. Ich habe ja auch nur gerade kurz was weggebracht. Ja. Ich habe gerade nochmal auf den Wetterbericht geguckt und jetzt haben die das natürlich aktualisiert, ne? Wieso stehst du ganz rechts, wenn du links abbiegen willst, Mann? Jetzt haben die es natürlich aktualisiert, dass 49%ige Chance ist, dass es regnet. Ja, es regnet. Mach doch 100 raus, Mann. Aber die ganze Zeit, ne, ich habe extra geguckt, sollte so schönes Wetter sein, 2%, 3, 4%, 7% Regen nur. Ja, Digga, ey. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt nur so ein kleiner Minischauer war. Ansonsten fahre ich mich jetzt nicht testen, da habe ich keinen Bock drauf. Dann fahre ich mich halt morgen oder so testen. Bis heute Abend wird es ja aber aufhören. Ich bin ja jetzt eh die ganze Zeit da im Geschäft drinne. Da ist es mir dann eigentlich auch egal, ob es halt draußen regnet oder nicht. Hauptsache nachher, wenn ich nach Hause fahre, regnet es nicht. Oh. Na Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Das wäre ein Träumchen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, schäm dich. Kannst du jetzt nachholen. Bitte sofort abonnieren. Und ja. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Warum musst du jetzt regnen? Regnen, regnen, regnen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es nicht.